Zurück bei The Legend of Zelda Twilight Princess HD stehen wir nun vor einer Mutprobe. Wir haben ja 9 Affen, wie viel sind es? 8 Affen, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Affen, die uns jetzt sozusagen eine Affenschaukel machen und wir sollen jetzt einfach mal springen. Und ich fliege total daneben. Aber alle guten Dinge sind 2. Wow. Ich hätte gern noch ein Herz. Ich hätte gern ein Herz. Ein Herz, ein Herz, ein Herz. So, jetzt muss ich mal kurz was gucken. Ich weiß nämlich noch etwas. Und das möchte ich gerne jetzt noch sehen. Und zwar soll hier angeblich eine Fee sein. Und die lasse ich jetzt mal da drin, denn diese füllt meine Herzen, beziehungsweise bis zu 8 Herzen wieder auf. Ja, jetzt geht's zum Boss. Ich finde die Tür so cool, wie er diese großen Türen bewegt. Und diese Symbole da drauf auf den Türen. Deuten wahrscheinlich hier auf diesen Schrein hin oder so. Ja, mal gucken. Oh, haben wir es hier mit diesen kleinen Käferchen zu tun? Das wird doch easy. Das wird easy peasy. Mein Gamepad vibriert. Ach. Nachtschattenparasit. Plantain Ferna. Komm her. Oh. Das war jetzt zu einfach. Na komm her. Das war jetzt echt zu einfach. Sorry. Das war jetzt eigentlich mehr Zufall. Ich wollte jetzt eigentlich nur die Bomben erstmal haben. Um zu gucken, wie das so funktioniert dann. Habe ich gesagt, das war zu einfach. Manchmal sollte man die Klappe halten. Ja, schön. Wo sind die Bomben hin? Was? Oh, hi. Was will er mir sagen mit seinem dicken Pavian-Hintern? Oh. Jetzt weiß ich, was er mir sagen will. Komm, friss. Okay, komm, 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 komm. Gib her. Okay. Dann haben wir den erledigt. Und jetzt. Gib her. Okay. Nein, das war ein totaler Griff in den Ofen. Okay. So. Komm, bring's hoch. Komm, bring ihm das Essen. Hallo? Wie besiegen wir den jetzt? Okay, das bringt auch nichts.
Na komm. Jawohl. Anders hätte ich mir das jetzt auch nicht vorstellen können. Ha. Tja, mein Lieber. Oh, verdammt. Die beiden kommen auch schon wieder. Igitt. Igitt. Igitt, Igitt. I, der kotzt mich an. Hier hinten müsste ich eigentlich sicher sein. Wo ist Nerfe da? Oh nein. Na komm her. Nee. Ach nein. So. Cool. Na komm. Oh, wie doof. Also wenn das nicht gerade ein Fail war vom Schlagen her, weiß ich es auch nicht. Oh, war ja. Nicht mich ankotzen. So, wo ist der Affe? Hier hinten stehen wir relativ sicher. Da ist er. Komm. Bring die... Ja, jetzt hat er die Bombe dem Falschen gebracht. Oh, was bist du für ein dummer Affe? Dummer Pavian. Bring die Bombe. Okay. Was ist das? Hab ich ihn? Ja. Geil. Tja, Nachtschattenparasit. Hättest du wohl gerne, hä? Plupp. Das ist eklig. Das Auge ist ein Herzteil. Da wird mir ja glatt wieder schlecht. Tja. Und da sind die Schatten verschwunden. Was ist das? Hehe, gut gemacht. Das ist es, was ich gesucht habe. Das Ding hier ist ein Schattenkristall. Die Lichtgeister nennen das wohl die dunkle Macht. Genau. Hat den Lichtgeist nicht gesagt, mit dieser dunklen Macht könnten wir irgendwie die Welt retten? Ob das wirklich so einfach ist und ob das hier wirklich reicht? Hehe. Es gibt insgesamt 3 Schattenkristalle, über die übrigen wissen bestimmt die anderen Lichtgeister Bescheid. Und wenn du die restlichen 2 hast, werde ich dir auch sagen, was es mit den Schattenkristallen eigentlich auf sich hat. Gib dir also Mühe, sie zu finden. Hehe. Verschwenden wir also keine Zeit. Noch 2 gibt es. Gehen wir sie suchen. Aber vorher nichts wie raus hier. Und der Herzcontainer von einem geschlagenen Gegner, den solltest du mitnehmen. Ja, ach. So. Herzcontainer erhalten. Die Zahl deiner Herzen steigt um 1. Außerdem wird deine Gesundheit wiederhergestellt. So. Haben wir hier noch Rubine oder sowas? Nee, ne? Naja. Na komm mit, na, ich komm ja schon. Willst du wirklich von hier weg? Du bist sicher, dass du nichts vergessen hast? Ich habe vorhin auf der Karte geguckt, habe nichts vergessen. Passt. Also mit nach raus hier. Natürlich wollen wir das Spiel speichern. Ja. Oh, edler Held. Noch immer gibt es in Hyrule Orte, die von dunklen Schatten umhüllt sind. Verlasse den Wald und wende dich nach Osten. So gelangst du in das Gebiet, das der Lichtgeist Eldin beschützt. Ah, da ist Eldin. Ich wusste, irgendwo hatte ich den Namen irgendwie mal wahrgenommen. Dort wirst du jene finden, die du suchst.
Aber auch dieses Gebiet ist von dunklen Wolken umhüllt und wird von den Schatten regiert. Sei dir bewusst, dass du wieder die Gestalt eines Wolfes annehmen wirst, wenn du es betrittst. Also, von den Göttinnen auserwählter Held, verlasse diesen Wald und geh nach Osten in das Gebiet Eldin. Toll, was? Das wird uns die Suche viel leichter machen, hehe. Und die anderen Lichtgeister willst du natürlich auch retten, oder? Mach dir keine Sorgen, ich werde mich schon um dich kümmern, wenn du wieder zum Wolf geworden bist. Also finden wir erstmal den Eingang zum Schatten. Wenn du dort bist, helfe ich dir schon. Hehe, man sieht sich. Okay. Also, wir müssen Richtung Osten. Das muss ich gerade erstmal gucken. Ich weiß es gerade nicht. Will ich jetzt hier lang? Will ich jetzt nicht hier lang? Ich mach's mir mal einfacher. Ich schnapp mir mal meine Ayunara. Keine Spur von Ayunara. Meine Ayunara ist weg. Oh mein Gott. Na toll. Ich muss den ganzen Weg also zu Fuß laufen oder was? Das ist natürlich ärgerlich. Das dachte ich schön. Oh gut. Ayu. Toll, mein. Kein Pferd, kein gar nichts, ne? Alt, das sind Rubine. Die nehme ich mit. Ich glaube, wenn ich jetzt richtig gucke, müssen wir hier lang. Sind hier auch so welche Bombenkäfer? Wäre ganz nett, wenn ich jetzt hier so einen Bombenkäfer entdecken würde. Richtung Osten. Kann nur der Weg sein. Alles andere ist ja eine Sackgasse. Oh ja, das hier muss richtig sein. Denn hier sind wieder ein paar Gegner, die wir kitzeln können. Und tschüss. Mitten in your face. So. Ebene von Hyrule. Wirkt ein bisschen leer auf mich, oder? Irgendwo muss ich jetzt hin, aber ich weiß gar nicht wo. Ich glaube, das da meint er, ne? Geht's einfach mal hier lang. Nicht mal eben hier voll und ganz willkürlich rumirre. Wo kommst du denn her? Ich höre noch. Nee, ich gehe doch mal außen lang. Ich möchte außen lang gehen. Ich möchte hier ein bisschen was sehen. Schatten sehen da sehr interessant aus. Da, 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 da. Warte mal. War. Komm, dich mal jetzt erstmal platt. Ja, nee, ist klar. Das heißt. Ah, verdammt! Das heißt, also wäre ich jetzt den anderen Weg gegangen, hätte ich das da gar nicht gesehen. Geht's noch? Ein Herzteil, ein weiteres fehlt uns noch. Geht's noch? Sind hier echt auf den Bäumen welche verteilt oder was? Und kann es sein, dass es Nacht wird? Da
Balkon ist eine schwarze Wand. Da geht's nicht weiter. Dabei muss ich doch einen Brief zustellen. Und was jetzt? Wer ich bin? Ich bin der wandernde Postbote. Stets unterwegs mit wichtigeren Briefen. So nennt man mich auch einfach, den Briefträger. Aber was rede ich nun von mir selbst? Dabei habe ich hier doch noch einen Brief für dich. Lies ihn, wenn du mal Zeit hast. Wenn du einen Brief lesen willst, öffne mit Hilfe von Pfeil nach unten deinen Ausrüstungsbildschirm und wähle die Briefe. So kannst du die Briefe, wie du erhalten hast, jederzeit lesen. Also, das wär's erledigt. Und ab die Post. Komischer Kauz. So, also wir wollen ein paar Briefe lesen. Die Zustellung von Briefen über den Briefträger. Ja. Jeder freut sich über Post und ich bringe sie zum Empfänger. Zu diesem Zweck laufe ich bei jedem Wetter durch die Ebene von Hyrule. Also lauf nicht weg, wenn du mich siehst. Na, doch. Weil, gerade deswegen. So, hier haben wir die ganzen Stempel. Und dann haben wir hier. Karte gezeigten Orte und eine neue Schwerttechnik. Okay, Fangbuch. Und was haben wir da? Geldbörse. Mehr als 500 geht nicht. Okay. So, dann wollen wir mal weiter. Die Fahne zeigt nach da vorne. Also laufen wir auch nach da vorne. Es ärgert mich, dass ich keine Ayonara habe. Also für euch Epona, aber halt für mich Ayonara. Muss ich extra zu Fuß gehen? Naja. Ah, ich sehe schon, was auf mich wartet. Was denn? Das war ja ganz nah. Erinnerst du dich? Weißt du, was du vor dir hast? Wenn du da reingehst, beginnt wieder eine lange, lange Reise in Voice-Gestalt. Zum Menschen wirst du erst wieder, wenn du das Licht nach Eldin zurückgebracht hast. Also, gehen wir rein? In das Gebiet, das der Lichtgeist Eldin beschützen sollte? Hehe. Also, was ist los? Soll ich dich jetzt in den Schatten mitnehmen? Ja oder nein? Ja. Aber bitte diesmal sanft, ja? Ganz sanft, ganz zärtlich. Halt, ich sagte sanft! Midna. Und schon wieder liege ich da, wie sonst was, ja? Typisch Midna. Und du könntest mir eigentlich auch mal die Fesseln abmachen, oder? Sehr schön, brav. Von hier an wirst du mir fein gehorchen, ja? Und sieh dir nur diese Pracht an. Sind die schwarzen Wolken heute nicht wieder wunderschön? Irgendwie fühle ich mich auf dieser Seite wirklich wohler. Und dein Pelz steht dir viel besser als der altmodische Plunder, den du sonst so trägst. Hehe. Genug geplaudert. Sollen wir gehen? Ja, Midna. Nicht, dass die mir so leicht auf die Nerven geht. Tschüss, Mann. Moment, das ist doch... Kinder. Geruch der Kinder gewittert. Als Tier durch die Welt zu gehen, ist doch viel praktischer, oder? Schärfe dein X-Gespür erst. Als Tiere entdeckst du deine wahre Fähigkeit. Als Tier, nicht als Tiere. So, dann... Aha. Okay, gut, dann folgen wir mal der Spur. Die Gegner lassen wir jetzt mal alle in Ruhe. Wow. Wow. Nein, 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 nein. Oh, shit. Wie war denn das? Nein, das war falsch gedacht. Gespür aus, so, jetzt sehe ich euch erstmal. Tschüss, Mann.
Das ist ja seltsam. Ist ja gar keine Brücke da. Ist das etwas? Das Werk von diesen Typen von vorhin? Verflixt, wie haben sie das nur angestellt? Kann man wohl nichts machen. Dann müssen wir uns eben eine andere suchen. Zeig doch mal die Karte. Du weißt ja, dass gelbe Pfeil unsere aktuelle Position anzeigt. Ja. Und die Portale siehst du auch. Das sind die Tore, die sich geöffnet haben, als wir die Wesen der Finsternis getötet hatten. Bei uns nennt man sie Portale. Merkt ihr das besser? Übrigens, der Wald von eben ist hier. Siehst du? Also, wohin mit deiner Kraft? Bringe ich dich jetzt zu dem Portal deiner Wahl. Warum sagt sie, ich soll zum Wald von Firone? Ich weiß jetzt nicht, warum sie sagt, ich soll zum Wald von Firone, aber okay. Und? Unglaublich, oder? Normalerweise kommt man aus den Schatten nicht so einfach wieder raus. Du solltest mir also dankbar sein. Na also, deine Aufgabe besteht darin, eine Brücke zu finden. Sieh dich also gründlich um. Jo, hier ist eine Brücke. Oh, passt doch wie Faust aufs Auge, oder? Und, sollen wir versuchen, sie zu transportieren? Mach mal. Genau. Wenn du doch immer so brav wärst. Ja, dann... Genau, dann dann teleportier uns mal dahin. Oh, Midna, du bist aber kräftig. Und? Also eigentlich glaube ich, das muss doch irgendwie wehtun, so zu teleportiert zu werden, oder? Siehst du, wusste ich's doch, hehe. Und, die Macht der Schatten ist doch beeindruckend, oder? Wenn du mal wieder diese Macht da hast, ruf mich einfach. Hilft bestimmt auch bei der Suche nach Schattenkristallen. Also los, vorwärts. Gut, dann mal weiter geht's. Und Gespür an und laufen. Auf euch habe ich jetzt keine Lust. Was machen die denn da? Extra so ein riesiges Tor in die Landschaft zu stellen? Ich glaube, die bewachen irgendwas. Meinst du nicht, dass da etwas ganz gewaltig stinkt? So, einmal unter durch. Und dann wird man hier gleich überrascht, ne? Servus. So, komm her. Erledigt, gut. Dann können wir jetzt weiter. Mal gucken, wo uns der Weg hinführt. Hier lang jedenfalls. Wo sind wir jetzt? Kakariko? Ah, ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Nee, nee. Komm her, komm. Komm. Put, 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 put. Erwischt. Das war easy. Oh. Held, der du in den Schatten
als Tier mit klarem Blick die Finsternis durchstreifst. Komm, komm hierher. Nun gut, wenn du das sagst, dann komm ich mal. Ich bin ein Lichtgeist, von den Göttinnen auserwählter Held. Suche mein Licht, das die Wesen der Finsternis mir raubten. Füll es hier hinein. Du hältst also den Tiegel des Lichts, sammle in ihm den Strahlentau, der das Licht in die Welt zurückbringt. Die Schatten werden vertrieben, sobald die Tiegel vollständig mit Strahlentau gefüllt ist. Verwende ein X-Gespür, um die finsteren Kreaturen zu finden, die den Strahlentau beherrschen. Achte auf Schattenkäfer, sie sind eine Form des Bösen und hängen an den zerstreuten Tropfen eines Lichtes. In den Schatten ist die Gestalt des Schattenkäfers ebenso wie die der Menschen unsichtbar. Mit meiner verbleibenden Kraft zeige ich dir, wo die Schattenkäfer mit meinem Licht sich aufhalten. Sei auf der Hut, die Wesen der Finsternis sind hinter dir her. Gut, im nächsten Part heißt es dann also Schattenkäfer suchen und den Lichtgeist befreien. Ich bedanke mich ganz herzlich und sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro, haut rein. Tschö, tschö.